Für private Investoren ist das Geschäftsmodell von Qimonda offensichtlich zu riskant. Wenn es aber kein starkes und deutliches Beteiligungssignal aus der Privatwirtschaft gibt, dann sollte, meine Damen und Herren, auch der Staat die Finger davon lassen. Der Freistaat hat keinen Businessplan für Qimonda und er hat gleich gar nicht einen Businessplan für das, was auf den internationalen Chipmärkten passiert. Er hat nur, in Anführungszeichen, die Steuermillionen der Bürger. Und wir sind dazu verpflichtet, diese sparsam, sinnvoll und nachhaltig zu verwenden. Ich befürchte, dass mit einer Staatsbeteiligung an Qimonda Dämme brechen, auch Dämme hier in Sachsen brechen. Und die Frage muss sich schon jeder gefallen lassen, welches Unternehmen, was unter Umständen in diesem Jahr oder im Laufe der nächsten zwei Jahre auch noch in die Krise folgt, an welchem Unternehmen sich dann Sachsen denn wieder beteiligen soll. Sachsen droht in eine Art Subventionshamsterrad zu geraten, welches mit staatlichen Millionenspritzen immer wieder neu in Schwung gebracht werden muss. Es wird sich mit einer hohen Geschwindigkeit drehen, aber trotzdem werden wir keinen Millimeter vorwärts kommen. Eine solche Politik, meine Damen und Herren, kann Sachsen nie und nimmer durchhalten. Es wäre eine falsche Politik, meine Damen und Herren. Wenn eine Staatshilfe, welcher Form auch immer, überhaupt in Frage kommt, dann kommt für uns als FDP nur eine europäische Lösung in Frage. Der Speichermarkt ist, wie er ist. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir von Lissabon und von Dresden aus die Spielregeln, die in Asien und in Amerika gelten, nicht ändern können. Deshalb muss Europa entscheiden, ob man die Herstellung von Massenchips und den Verkauf dieser für Preise, die oft unter den Herstellungskosten liegen, langfristig auf unserem Kontinent sichern will. Ich selbst kann das nicht so richtig einschätzen, ob die Produkte von Qimonda tatsächlich von fundamentaler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Europa sind. Und ich vermag es auch nicht einzuschätzen, ob diese Speicherschiffe aus geostrategischen Gründen unbedingt in Europa und unbedingt von einem europäischen Unternehmen entwickelt und produziert werden müssen. Dazu fehlt mir schlichtweg der Einblick. Das ist eine Frage, die Europa insgesamt mit allen nationalen Regierungen und vor allem auch der Europäischen Kommission beantworten muss. Meine Skepsis zur Beantwortung dieser Frage ist da. Ich weiß aber auch, dass es in anderen Bereichen durchaus so gewesen ist, dass man die Frage mit Ja beantwortet hat. Für mich wäre das der einzige Weg, wo wir uns eine Form der Staatsbeteiligung überhaupt rechtfertigen könnten. Und ich möchte noch an eine andere Sache erinnern. Der Fall Qimonda ist nicht neu in Sachsen. Nach der Wende gab es Qimonda tausendfach in Ostdeutschland. Und damals übrigens wirklich über Nacht und nicht mit einer relativ langen Ansage, die wir in der gesamten Speicherchip-Industrie haben, brachen Märkte weg, waren Produkte nicht mehr marktfähig und es fanden sich in vielen Fällen eben leider keine Investoren, die ehemalige Staatsbetriebe der DDR übernehmen wollten. Was das für die Mehrheit der Sachsen und für ihre Biografien, für ihre Hoffnung, für ihre Zukunftsperspektiven bedeutet hat, wissen wir alle noch viel zu gut. Die Politik hat sich damals bewusst für einen sehr unbequemen Weg entschieden. Und die Politik hat damals sowohl in Berlin als auch hier in Dresden im Sächsischen Landtag nicht Milliarden in überkommene Wirtschaftsstrukturen gestellt, die von der Staatspartei SED zu verantworten, die von der Staatspartei SED zu verantwortende Misswirtschaft irgendwie noch zu retten. Das war ein sehr schmerzlicher Weg, aber es war am Ende auch die Grundlage für eine insgesamt sehr positive neue wirtschaftliche Entwicklung, die wir in Sachsen erlebt haben. Das, meine Damen und Herren, sollten wir nicht vergessen. Deswegen sagten wir als FDP ganz klar, helfen wir den Mitarbeitern von Qimonda zügig neue, auch ordentlich dotierte Jobs im wachsenden Technologiestandort hier in Dresden zu finden. Ich weiß auch von unserem Wirtschaftsbürgermeister Dirk Hilbert, dass der Fachkräftebedarf hier in der Region enorm ist und dass viele, viele Unternehmen auch Angebote für die Qimonda-Mitarbeiter vorlegen werden. Unterstützen wir mit dem breiten Förderinstrumentarium, das der Freistaat ja hat, beispielsweise Ausgründung aus Qimonda oder eben auch den
den Fall, dass Unternehmen Teile des Betriebes und der Mitarbeiter vielleicht in einer neuen Form fortführen möchten und helfen wir den vielen hundert kleinen und mittelständischen Unternehmen hier am Standort im Technologiebereich, die keine Subventionsnomaden sind, sondern die fest hier vor Ort verankert sind und denen man mit der ein oder anderen kleinen Hilfe ganz gewiss dazu helfen kann, dass sie viel schneller wachsen als bisher und dass sie auch größer werden können als bisher. Und als Letztes, vergessen wir nicht, was die Erfolgsgrundlagen unseres Landes sind und machen wir nicht wirtschaftspolitisch die gleichen Fehler, die eine andere Gesellschaftsordnung auf deutschem Boden schon mal gründlich ruiniert hat. Vielen Dank.